Meine Vorfreude auf das Rennen ist schon sehr groß, aber ich freue mich auch schon sehr auf das Qualifying, weil ja, im Rennen soll es beim Start nass sein, heißt, wir können in Q2 die roten Reifen einsetzen und zwar ohne Bedenken, außer der Wetterbericht hat noch was anderes vor. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2020. Großer Preis von China in Shanghai. Unsere Bestzeit auf den roten Reifen 1:32.7. Mixed Bestzeit nicht vorhanden, denn er hat nie eine Zeit gedreht, währenddessen wir eine gedreht haben. Ich hatte nichts zu notieren. Also unsere Bestzeit auf den roten 32.7, auf gelb 34.8 und auf weiß 36.8. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich hoffe, wir kommen schnell ins Q2. Ich will nur einen Reifensatz verwenden, dann könnten wir in Q2 zwei Reifensätze verwenden. Oder wir schaffen auch nur einen Reifensatz in Q2 und können dann in Q3 zwei frische verwenden. Uhuhuhu. Nachrichten. Wenn du die ersten paar Kurven hier gut hinter dich gebracht hast, bringen kannst, hast du den schweren Teil schon hinter dir. Denk daran, dass du nicht besonders viel Geschwindigkeit in Kurve 1 mitnehmen musst. Wichtig ist, dass du den Scheitelpunkt von Kurve 2 triffst. Hier kannst du nicht viel Zeit gewinnen, aber wenn du zu weit ausscherst, verlierst du jede Menge. Das gleiche gilt für Kurve 12 und 13. Behalte deine Traktion im Griff, um möglichst viel auf die lange Gerade, um bestmöglich auf die lange Gerade zu kommen. Das ist entscheidend für eine gute Runde. Kurve 12, 13, das wird halt der Knick vor der langen Geraden sein. Erzähle ich jetzt nicht nach. Ja, wir wechseln keine Teile. Ja, wir können direkt loslegen. Stark bewölkt zu Beginn, das Wetter soll dann gegen Ende hin besser werden. Gucken, ob wir die neue Fahrernummernform gleich sehen. Wird die Nase eingeblendet? Das Dach hat keine Löcher. Ah, nee, Fahrernummer wird nicht gezeigt. Dafür wird schön Tic-Tac in den Fokus gesetzt. Upsala, Entschuldigung. Habe ich die Bremsbalance verstellt? Mal gucken, das sehen wir gleich. Aero 7.4. Achso, im Rennen feuchter. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, geblieben. Frontflügel müssen wir jetzt noch nicht verändern. Im Rennen fahre ich mal hinten 6. Ist schon ziemlich viel, ich weiß, aber... Fürs Trockene. Ich will das so. Wobei wir haben generell eine ziemlich gute Aero gegenüber den anderen. Dann fahren wir bloß 5 und dann Frontflügel vielleicht 11. Mal gucken. Hätte ich jetzt hier die 6 genommen, hätte ich keinen Frontflügel 11 gemacht. So behalte ich mir dann vor, die Frontflügelgeschichte auf die 11 zu setzen im Rennen. Gut, dann können wir loslegen. Wenn du Informationen zur Reifenabnutzung oder einem Schaden aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zum Reifen- und Schadensbildschirm zu navigieren. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Fertig, bereit. Jeff, sei leise. Okay, geht in Ordnung. Gleiche Lichtstimmung wie am Ende von T3. Mit dieser starken Bewölkung hier. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Die aktuelle Teilabnutzung. Die Strecke um uns herum ist gerade frei, sehr schön. Da liegt es einzig und allein an mir, denn der Wagen ist spitze.
Mal gucken, ob der Mick heute währenddessen wir fahren mal eine Zeit setzt. Das wäre schon ratsam. Anders als im freien Training. Gut, da war es auch ratsam, aber da hat er es nicht gemacht. Sonst hätte ich ja was notiert. Was geht's? Ah nein. Oh, es geht gerade so gut, wie es aussieht. Zu schnell rein, auch zu schnell rein. Nein, was ist denn jetzt kaputt? Der ist Mist, Scheiß. Kann das nicht im Rennen passieren? Jetzt habe ich immer mein Heck verloren. Das Ding ist offen, oder? Nee? Da war das nur ich, okay. Zum Thema zu viele Reifen. So wenig Reifen jetzt wie möglich zu Beginn verballern. Ich drücke aber, soll nichts passieren. Na toll, ey. Wie habe ich das gesagt? Wagenspitze, wenn da nichts in mir. Das ist scheiß DRS. Die Runde kann ich jetzt auch knicken. Gut, die kann ich mit Pferden, der ist sowieso knicken. Ah Mann ey, geht echt gut los im Qualifying. Das Blöde wird sein, wir kommen jetzt rein und sagen die, ja, ja, wir reparieren das. 5 Minuten bitte warten. Ne, so viel nicht, aber dann fahren wir wieder raus und es wird sich nichts geändert haben. Der kommt aus der Box. Der hat uns, wollte gerade sagen, angeschoben, da fliegt auch ein Teil. Auf dem Geradeausstück fährt er nicht vorbei und dann gebe ich wieder Gas, dann gibt er auch wieder Gas. Bei der Arme McLaren wird es auf einer schnellen Runde. Wobei, so lahm wie der uns näher kommt, eher nicht. Er kommt uns lahm näher. Komisch. Boah. Was macht denn der Haas? Der ist doch stockbesoffen. Wenn das Magnussen ist, dann soll er mal seine 20. Mick abgeben. Die Fahrernummer. Was ich mich auch schon mehrmals gefragt habe, habe ich noch nie angesprochen. Eigentlich dürfte diese Lampe bei uns praktisch nie leuchten im Rennen, denn wir geben ja immer Strom, außer wir haben mal den weißen Balken aufgebraucht. Jetzt zum Beispiel dürfte die Lampe nicht leuchten. Jetzt müsste sie leuchten, genau, und gegen Ende müsste sie aufhören. Weil rotes Lampenleuchten heißt ja, Achtung, der Wagen setzt gerade gar keinen Strom ein. Er hat aufgehört. Cool, dass es beachtet wird. Dass es nicht einfach nur ein Effekt ist, der willkürlich funktioniert, sondern dass der wirklich genau das wiedergibt, was er wiedergeben soll. Scheißdreck, ey. Boxenstopp, mach den Heckflügel ganz. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Wobei der Heckflügel ist zu genau richtig, das scheiß DRS. Das können wir das nicht einfach ballen ausbauen. Hinter Giovinazzi vor Grosjean, klingt jetzt nicht gerade berauschend. So, jetzt warten wir wieder ewig in der Box, sonst wird sich nichts tun beim wieder rausfahren, oder? Normalerweise würde ich sagen, lieber jetzt als im Rennen, aber im Rennen werden wir gar kein DRS verwenden, weil es da die ganze Zeit regnen wird. Also lieber im Rennen als jetzt. Hm. 2:45 Reparaturzeit.
Ne, 3,35. Ja. Nee, das geht jetzt wieder nicht. 7 Minuten Restzeit, wir fahren mit den Reifen nochmal raus. Sprit bleibt so. Wehe, Leute, wehe. Dieses dumme System funktioniert jetzt nicht. Was habt ihr denn wieder in der Box gemacht, ey? Ich maul meine Leute an, dabei ist es eindeutig ein Spielfehler. Das ist so ein Scheiß, ey. Noch schlimmer ist es, wenn der Heckflügel offen ist und... Ja, die holen uns rein. 4 Minuten Reparaturzeit und schicken uns dann, obwohl das Ding offen ist, wieder raus. Oh, es ist grün. Gut. Genug gemault. Konzentration. Jetzt liegt es nicht mehr im Auto. Bis es wieder passiert. Status dem Kollege. Er ist auf Rang 14. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 32,5. Wir müssen ja jetzt bloß weiterkommen. Das wird doch drin sein. Auch mit diesen Reifen, hoffentlich. Warm genug sein, da muss ich jetzt nicht schnell in den fahren. Überhaupt nicht. Status zum Kollege. Er ist auf Rang 14. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,32,5. 32,5, okay. Zeitgleich. Zweite Außen. Minuten noch. Die Runde, die nächste muss sitzen, mal nochmal reinkommen, ist nicht drin. Wobei die nächsten beiden Runden können wir noch machen mit 4,4 Tankrunden. Ah, ärgerlich. Oh Gott, wir dürfen jetzt auf keinen Fall ausscheiden. Im Regenrennen von ganz weit hinten starten, können wir nicht gut überholen ohne DRS. Wobei das Spaß macht, aber ich würde schon ganz gerne Maximalpunkteausbeute mitnehmen. Die maximale Punkteausbeute mitnehmen heißt das. So, zwei Runden noch. Zwei innen. Zu früh in den dritten geschaltet. Fast schon geschalten. Auto noch ganz. Okay, nur noch eine Runde haben wir. Scheiße, und die Reifen sind schon so abgenutzt. Oh Mann. Spätestens bei Minute 2 Restzeit müssen die rausfahren. Sag ich mir mal. Da liegen wir, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Hinter uns ist noch keiner zu sehen. Ich würde gerne sehen, dass wir eine Freistrecke haben. Scheiße, ey.
Die nächste Runde muss einfach sitzen. Wobei mit der Benzinmenge könnten wir vielleicht sogar noch zwei fahren. Wir müssen beide Runden maximal 1,35 brauchen und dann passt das. Bestenfalls sitzt die nächste einfach. Oh, so viel in der Box? Okay. Hä? Okay. Muss mich auf mich konzentrieren. Zwei Zehntel langsamer, nicht gut. Das war knapp. Jetzt erst auf Bestzeit, Kostomik ist meilenweit vor uns voraus. Vor uns voraus, auch gut. Nur 18. Letzter Versuch. Jetzt die abgenutzten Reifen. Ach du Scheiße. Viertelsekunde hinten dran. Die letzte Runde war hier schon nicht schnell an der Ecke. Wir werden hier neue Teile bestellen müssen. Dreieinhalb Zehntel, das wird nichts. Achtzehner geblieben. Mann, da freue ich mich so auf das Qualifying, dass wir in Q2 rote Reifen verwenden können. Und dann kriege ich es nicht auf die Reihe, ins Q2 zu kommen. Oh, Mick. Er ist weiter. Ausgeschieden. Giovinazzi, wir. 14. hinter Mick. Magnussen raus, Grosjean, De Vries, Latifi. Startplatz 18 oder 22. Wir werden so oder so neue Teile bestellen müssen, irgendwann mal in der Saison. Klar, im Regen umso ärgerlicher, nochmal vier Plätze nach hinten zu gehen, aber dann machen wir es lieber so. Wir bestellen neue Teile, ja, auf jeden Fall. Ach, Mann. Gut, es ging auch nicht gut los, aber danach hatte ich ja alles in der eigenen Hand. Hätte nach dem ersten fehlgeschlagenen Versuch, nachdem die Reparatur abgeschlossen war, nochmal reinkommen können. Frische Reifen für eine Runde, zack. Die Reifen waren bestimmt locker eine Dreiviertelsekunde langsamer als gegen Ende. Mist.
Aber gut, ich nehme eine selbstgeschaffene Herausforderung an. Es wird nass werden, das wird schon Spaß genug machen. Jetzt müssen wir uns aber durch das komplette Feld pflügen. Aber wir werden frische Teile haben. Mal gucken, ob uns das zugutekommt. Ich bin gespannt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.